willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt beim Kapitel 8 von 9. Der Professor redet wieder mit uns. Er hat eine geheimnisvolle Box ausgegraben und wir drücken natürlich jetzt mal durch, wenn wir stehen hier mitten im Zug, wenn ich das so nennen kann. Und deswegen haben wir wieder ein paar Aufgaben vorbereitet. Fange 2 Ammonitas oder Kabuto, fange 2 Lillip oder Anorith und fange ein Aerodactyl. Für das Aerodactyl würde ich euch empfehlen, einfach die Aufgabe Brüte 2 Eier aufzugabeln, 2 Eier auszubrüten. Und dann kriegt ihr als Encounter natürlich das Aerodactyl, könnt das da fangen. Anorith sitzt eh überall rum, Ammonitas, Kabuto eigentlich auch. Also sehen wir uns dann wieder. Dann bis halt hier das Kabuto auftaucht. Das heißt nämlich, ja, dann ist es halt die Ammonitas. Ammonitas, noch ein Stück. Hey, da ist es so. Jetzt kannst du also machen, was du möchtest. Ich hab's auf jeden Fall jetzt hier. Und du leitest mich jetzt so ein Ding ab? Und da haben wir auf jeden Fall das erste Ammonitas mit der Kamera. Bam. Suchen jetzt noch das Kabuto. Das müsste dann da vorne links sein irgendwo. Ich zeig's dir gleich, wenn ich's gefangen hab. Ja, wunderbar, eingetütet. 1086. Kabuto! Wo ist es denn? Da sitzt es, genau. Dann tüten wir das auch noch ein, dann sind wir schon fast fertig. Wir brauchen nur noch 2. Was? Lillip? Ne, wie heißt es? Lillip? 2 Lillip und. Oder 2 Anorith. Und da wir noch kein Lillip gesehen haben, nehmen wir einfach 2 Anorith mit. Dann haben wir das natürlich auch. So. Kabuto! Aber auch fertig. Aerodactyl, aber da kriegt man ja gleich bei den Eiern, wenn die schlüpfen. Wie weit sind die? Ach, ruhig guck, da wächst kein Gras mehr. Noch 200 Meter, dann kriegt man auch das Aerodactyl. Habt ihr mal hier nach der Aufgabe geguckt? Vielleicht kriegt der Bob hier seinen einfabelhaften Würfel. Okay, also wir sehen uns dann beim Aerodactyl, ja. Und bei den Anoriths-Hennen. So, und da haben wir auch das erste Anorith. Wir sind vorhin nämlich schon mal zu einem. Ich steige extra aus, ich laufe dahin und alles. Und dann ist so ein Wind und plötzlich ist das Vieh auch noch fort. Jetzt mal, wie das guckt. Das sieht aus wie Yvonne Cutterfeld, Alter. Oder wie Stitch, Stritch, Stick, Stitch. Wie heißt denn dieses komische Frettchen, Erdmännchen-Dings da von Ice Age? Bestimmt ganz anders, egal. Cool. Ja, bestimmt. Ein Anorith und eins fehlt noch und dann haben wir das nämlich auch und brauchen nur noch das hässliche Aerodactyl. Ja, aber bis das nächste da ist, dauert natürlich wieder Stunden. So, da ist das letzte Anorith. Schritt zurück. Da ist die Sonne nicht so im Gesicht. Das nehmen wir jetzt noch mit. Dann müssen wir nur noch das Aerodactyl abholen. Und ich erzähle immer zu das Gleiche, glaube ich. Aber egal, bisschen Aufregung muss sein. Fange 2 Anorith. Fertig. So. Machen wir das auch. Und jetzt müssten wir, glaube ich, hier oben das Aerodactyl drin haben, was ihr aus der Brüte 2 Eier-Aufgabe bekommt. Oh, mit einer Hand wäre das wieder mal richtig genial. Müssen sie also fangen, wenn es unten ist. Außer wir stellen euch kurz ab, damit wir es besser fangen können. 1, 2, 3, auch im Sack. Dann ist die blöde Box wahrscheinlich jetzt schon wieder voll. Gleich mal bewerten, wirklich stark, gut, kann theoretisch auch fort. So, jetzt lösen wir mal wieder hier die Aufgaben ein. Kapitel 8 von 9, da gibt es 8000 Staub, ein Sternenstück und ein Pokémon erscheint. Hey! Was glaube ich nicht erscheinen kann. Begegnung beginnen. Doch, da ist es, obwohl ich dachte eigentlich, dass mein Beutel voll ist. So, dann tüten wir das schnell ein. Großartiger Wurf, weil ihr wisst, ihr braucht ja 400 Bonbons, um das weiterzuentwickeln.
Das ist schon eine Hausmarke. Wenn ihr da nicht ständig Sonderbonbons reinzimmern wollt, müsst ihr jedes natürlich mit gelber Beere mitnehmen, aber ihr werdet ja nicht so viele bekommen. Außer ihr habt einen Homie, der eine Switch hat, oder ihr habt eine Switch und könnt euch diese Box rübertauschen, wo ihr dann ewig viele fangen könnt. Wirklich stark, leider nur zweiter Satz. Und Kapitel 9 melden wir uns dann einfach nochmal zurück und dann wisst ihr Bescheid. Oder, ach komm, wir machen es jetzt einfach mit, das sind ja eh nur noch Belohnungen. Wow, Eiberscharf! Dieses Artefakt ist tatsächlich Meltan, wir haben es geschafft. Darüber, warum Meltan sich in dieser geheimnisvollen Box befindet, können wir nur spekulieren. Vielleicht sollten die Menschen, die Metall verehrten, es sicher aufbewahren, als das Pokémon sich selbst irgendwie bla bla bla. Ach, ich bin so durch, ich bin jetzt schon wirklich 4-5 Stunden unterwegs. Lest euch einfach selber durch. Der Wind, es ist so kalt und so abartig. Wir holen einfach nur noch die Belohnungen ab. 4500 Erfahrungspunkte bei jedem. 9000 Staub, 5 Bonbons und ein super Inkubator. Bam! Dann haben wir auch alles abgeschlossen. Sind durch, nicht nur mit der Spezialforschung, sondern einfach komplett. Wir sind durch, genau. Machen vielleicht jetzt noch den Barmelin-Raid, aber das war's von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.